Okay, wir sind immer noch hier in Chinatown. Und ha, ich will das jetzt mit dem Auto hinkriegen. Ich habe es eben noch versucht, aber das war so katastrophal. Das konnte ich noch nicht mal hochladen. Das war fürchterlich. Aber ich habe jetzt. Ich will es immer noch so machen, wie ich es eigentlich geplant habe, weil ich glaube, dass das gut funktioniert. So, hier durchquetschen langsam. Und wieder links zu meinem geliebten Auto. So, warten wir, dass der Polizist da irgendwie. Er muss ja pissen gehen, sonst klappt das nicht. Ja, okay. Na, gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um hier. Was passiert eigentlich, wenn ich mich hier als Polizist verkleide? Was passiert, wenn ich ihn ruhig stelle hier in der Öffentlichkeit? Fällt das nicht auf? Was? Gefällt Ihnen meine Uniform? Ja, mir gefällt deine Uniform. Ich hätte sie sehr, sehr gerne. Oh, wer steht da immer noch? Nehmen wir die Flasche. Machen uns bereit. Wow. Ich muss da oben hin, das ist wichtig. Natürlich die Frage, wer will das Ding da haben in Wirklichkeit? Das verwundert mich immer noch ein bisschen. Gehen wir hier ganz gemütlich wieder hier hin. Okay, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn da außer Gefecht setzen kann. Ich habe es noch nicht probiert. Nee, nicht scharf machen. Ich würde es eben nehmen. Ja, eigentlich brauche ich das C4 ja gar nicht. Ja. Sondern ich brauche nur die Position. Ah, ich nehme das C4 einfach. Und die Waffe. Die Waffe. Und die Waffe. Okay. So, und jetzt muss ich hier das Auto anhauen. Und schnell hier hoch. Hat er mich jetzt gesehen? Ich hoffe nicht. Nein, habe ich nicht gesehen. Das ist gut. Okay. Und da ist der komische Typ, aber jetzt steht der Polizist so nah dran. Wer hat mit meinem Schlitten rumgespielt? Was soll die Scheiße? Finger weg vom fremden Auto, das gehört sich so! Mann, dieses Land ist echt für die Hunde! Okay, das sah gut aus. Stecken wir die Waffe weg. Wir müssen jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Kontrollierte Sprengung. Okay, wie komme ich jetzt hier weg? Oh. Ich hätte vielleicht direkt laufen sollen. Oh fuck. Okay. Gehst du da auch noch weg? Was ist los mit dir? Komm schon, geh da weg. Oh, jetzt sind die hier, die sind jetzt hier richtig on fire. Hab ich noch eine Flasche oder so? Ich muss noch eine Flasche haben.
könnte ich theoretisch den ablenken. Oh, klappt das? Wir müssen den Kerl finden, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich sehe mir das jetzt mal an. Ende. Okay, jetzt gehen wir ganz gemütlich raus. Es hat gut funktioniert, es hat besser funktioniert als erwartet. Gucken wir, da hinten ist der Ausgang. Bitte gehen Sie weiter. Überlassen ja, ich gehe weiter, ich gehe weiter. Ich gehe nämlich hier hin und 107.000 Punkte, 200, das ist auch ganz ordentlich. Und dann würde ich sagen, verlassen wir Chinatown mit über 118.000 Punkten. Und raus hier. Aber das können wir wieder überspringen. Lautloser Killer. Gut, wir sind nicht aufgefallen. Wir haben das Einsatzziel vollendet und haben hier mega viele Bonuspunkte bekommen. Sehr schön. Also insgesamt 126.000 Punkte. Gut, weiter. Und wir haben direkt zwei Sachen gemacht. Infiltration. Anzugspflicht. Kaboom. Kontrollierte Sprengung. Perfekt. Okay. Und dann brauchen wir jetzt aber noch... Was war denn Mann am Boden? Achso, es ist den da runterstürzen. Das ist natürlich cool. Oder Todessturz. Ich glaube, es ist dasselbe. Ah, da, doch. Todessturz. Nein, das ist Todessturz. Das ist von oben, wenn man den oben runterwirft. Aus dem Ding da. Aus dem, wenn ich ihn hochgelockt habe praktisch. Aber ich hätte mein Messer noch gerne. Mein Filetiermesser. Okay, dann starten wir jetzt direkt in die nächste Mission. Das heißt, nächste Mission. Wir machen nochmal die Mission hier. Machen aber diesmal, ich würde sagen, wir machen die beiden Giftdinger. Also, nächstes Ding wird jetzt hier der exotische Kaffee. Und danach mache ich, das Essen ist fertig. Gut, dann bis zur nächsten Folge.